Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Heute ist 1. Mai, Tag der Arbeit, und was machen wir dann natürlich? Arbeiten, genau. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal, was gestern für ein beschissener Tag war. Ihr habt ja im Video gesehen, dass die Feldspritze funktioniert. Hat sie auch, genau eine Runde. Und dann war Feierabend und ich zeige euch mal schnell, warum. Naja, eigentlich sollte ich es gar nicht erzählen, weil ich bin einfach zu doof, aber egal. Ich bin also unterwegs, drehe so meine Runden und denke, läuft ja wie geschmiert, funktioniert alles super. Dann macht das so ein komisches Geräusch, danach macht das. Und da war der neue Schlauch, den ich da eingebaut hatte, geplatzt. Habe ich noch gedacht, naja, kann ja mal sein, vielleicht war der irgendwo angeschlagen, hatte eine Macke oder was und hat sich dann verabschiedet. Also Schlauch durchgeschnitten, Verbindungsstück rein. Ich glaube, wir fahren mal vorne in die Wiese, die sind mir hier zu laut. Also wie gesagt, Schlauch durchgeschnitten, Verbindungsstück rein, weiterfahren. Habe ich mir auch nicht viel bei gedacht, mache das wieder. Zwei Runden weiter, wieder der Schlauch kaputt an einer anderen Stelle. Habe ich gedacht, na gut, da hast du eine Schelle vielleicht zu fest angezogen. Also, dritter Versuch, Feldspritze an, Runde gefahren. Schlauch wieder kaputt, ich denke, das gibt's doch gar nicht. Ich habe einen neuen Schlauch gekauft, was soll denn der Scheiß, warum ist denn der Schlauch jetzt kaputt? Ja. Und wenn man sich das vorher angeguckt hätte, wäre ich schlauer gewesen. Eigene Blödheit, würde ich dazu sagen. Der Schlauch, den ich eingebaut habe, war für maximal 5 Bar Druck. Und ich denke, das Manometer funktionierte leider nicht, dass die Feldspritze vor der Teilbreite auf jeden Fall 8 Bar hat. Zumindest steht der Zeiger da. Und dann hat der Schlauch das einfach nicht verpackt. Das ging einfach mal nicht. Jetzt habe ich den alten Schlauch wieder eingebaut. Den habe ich aus der Mülltonne rausgekramt, an beiden Enden abgesägt, weil der ja total ausgefranst war. Und siehe da, die Feldspritze läuft und arbeitet wie am Schnürchen. Mega! Ich zeige euch jetzt mal eben den neuen Schlauch, den ich da eingebaut habe. Und dann fahren wir hier noch ein paar Runden. Läuft wie verrückt. Also jetzt ist richtig geil. Hier seht ihr es jetzt. Der alte schwarze Schlauch ist wieder drin. Der war ja nicht kaputt, da waren nur die Enden ausgefranst. Dann habe ich gedacht, ach komm, wenn du schon mal dabei bist, dann machst du den einfach mit neu. Aber Pustekuchen, sollte so nicht sein. Und jetzt stehen wir hier auf der grünen Wiese und sprühen unseren Flüssigdünger aus. Da steht das ganze Gerödel jetzt. Auf der großen Fläche bin ich schon fertig. Ja, es gibt immer noch Probleme mit der einen oder anderen Düse, die dann mal funktioniert und mal nicht funktioniert. Deswegen habe ich das Gestänge jetzt hochgefahren, damit ich so ein bisschen den Sprüheffekt ausnutze und das wirklich flächig verteile. Klappt ganz gut. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiter quatschen und labern, fahren wir einfach mal los. Also von den 1000 Liter sind jetzt noch knapp 450 drin. Auf der Sträubstwiese habe ich ja schon einiges verfahren und jetzt habe ich die große Fläche fertig. Also mit der Seite auf der anderen Seite vom Zaun bin ich durch. Bin noch ein paar Mal ausgestiegen. Wir gehen gleich mal zusammen durch die Fläche. Wenn ich vor einer Woche noch rumgenölt habe, dass das nicht vernünftig zuwächst, kann ich euch jetzt nur sagen, hahaha, was so eine Woche ausmacht. Richtig cool geworden. Aber wir gucken gleich mal. Erstmal fahre ich jetzt noch 2-3 Runden mit dem Flüssigdünger in dieser Fläche und dann machen wir mal eine kleine Ortsbegehung und gucken uns mal die Flächen an. Auch hier ist es gut gewachsen. Ich glaube, mit dem Flüssigdünger gibt das jetzt nochmal einen richtigen Tritt in den Hintern. Dann sollte diese Wiese auch gut vorwärts kommen. Der Trecker steht jetzt da hinten, der läuft, der mischt das ganze Wasser noch mal durch und
wälze das nochmal um, habe ich jetzt auf Umpumpen, auf Mischen, auf was auch immer Mixen gestellt. Der pumpt jetzt ein bisschen hin und her. Wir gucken uns jetzt mal die große Fläche an. Also im Gegensatz zu letzter Woche kein Vergleich. Wir haben es ja tagsüber jetzt immer relativ warm. Heute sind es auch schon wieder 17, 18 Grad. Und das hilft dem Gras ungemein. Wir schauen uns das mal an. Der Blick über die Fläche verrät schon einiges. Zumindest sieht man jetzt mal richtig, dass es hier wachstumsmäßig nochmal ordentlich nach vorne gegangen ist. Komischerweise hat sich das jetzt gedreht. Beim letzten Mal war der hintere Teil gut bewachsen, jetzt ist der vordere Teil gut bewachsen. Wir haben ja hier, ich weiß nicht, ich guck mal, ob ich das verlinken kann, mit dem Niklas vor, ich glaube, 2 Jahren mal eine mehrjährige Luzerne-Kleegras-Mischung ausgebracht, nachgesät. Letztes Jahr haben wir nichts gemacht, aber wenn ihr mal hier so reinguckt, Kleegras. Hier ist es ein bisschen dünner, aber das sind nur 1-2 Stellen in der Fläche. Wenn ich hier mit euch so durchlaufe, seht ihr, dass das schon echt gut kommt. Wirklich gut. Da ist es richtig cool geworden. Unter den Bäumen da hinten wächst es wie der Teufel. Das ist aber auch klar, da sitzen die Rinder im Sommer drunter und verbringen da so die Sonnenstunden. Und da kacken die natürlich auch extrem mehr als in dem Rest der Fläche, jetzt zumindest mal so konzentrierter. Und da sieht man, wächst das wie Hölle. Mega. Hier das Gleiche. Und es wird unten auch dicht. Wenn ich jetzt durch die Wiese gehe, sehe ich ohne Ende Klee. Diese Kleegrasmischung kommt jetzt so langsam. Jetzt hoffe ich, dass der Flüssigdünger nochmal richtig was dazu tut. Aber wenn ihr das hier so seht, da auch speziell die Fläche, da hat die Futterraufe gestanden, ist auch phänomenal. Ja? Wir haben nicht nachgesät. Da hat die Futterraufe gestanden, da hat die Futterraufe gestanden. Ich denke, man kann das am Bewuchs ganz gut sehen. Hammer, weil auch da die Rinder mehr kacken. So, bringen wir es mal auf den Punkt. Ja? Das wird geiler gedüngt. Ja, und dann sprechen immer alle von Überdüngung der Flächen. Da kann ich euch nur sagen, nee, nichts Überdüngung der Flächen. Da wächst das vernünftig. Mega geil. Also überall da, wo die Rinder konzentriert stehen und wo sich die Kacke gesammelt hat, geht die Post ab. So, wir fahren jetzt in der anderen Fläche. Der hat jetzt nochmal ein paar Minuten das Ganze durchgemischt. Dann werden wir jetzt mal sehen, dass wir die Fläche noch zu Ende fahren. Wie gesagt, ich habe jetzt noch 300 Liter oder so drin. Also ausgebracht wird das mit 1000 Liter pro Hektar. Wenn es ein bisschen mehr ist, ist auch nicht schlimm, weil das ist hier ein organischer Dünger. Und da erzähle ich nachher noch mal ein bisschen was dazu, womit wir hier düngen und was das genau ist. Aber ja, wenn da ein bisschen mehr drauf kommt, ist das nicht schlimm. Wir fahren ja hier kein Pflanzengift aus, was konzentriert sein muss, sondern wir fahren hier Dünger aus. Und wenn da ein bisschen mehr drauf kommt, dann wächst es halt ein bisschen besser. Und mit den 1000 Litern haben wir dann 1 Hektar fertig. Wir haben die Straubiswiese gemacht, wir haben die beiden Flächen jetzt hier gemacht. Da sind wir ungefähr bei 0,8, 0,9 Hektar. Und ich werde jetzt einfach die 1000 Liter ausbringen. Es schadet nicht, ganz im Gegenteil. Ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen regnet, weil jetzt aktuell kommt ja nicht so alles am Boden an. Das meiste bleibt ja aufgrund des vielen Grasbewuchses in den Pflanzen hängen. Aber wenn der nächste Regen kommt, spült er das in die Erde, auf den Boden und dann ist es da, wo es hingehört. Dann können die Mikroorganismen, die wir da jetzt drin haben und die jetzt in die Fläche kommen, nochmal ordentlich Gas geben und das ganze Zeug, was wir hier verteilt haben, den Mist, den wir ausgebracht haben hier, nochmal Pflanzen verfügbar machen. Und ich gehe davon aus, dass dann richtig hier nochmal die Post abgeht, bevor die Rinder umziehen. Ich habe das jetzt im Auge fürs kommende Wochenende. Heute ist 1. Mai, hatte ich vorhin schon mal gesagt. Und ich denke, dass die am nächsten Wochenende nach hier vorne umziehen. Ich will in der nächsten Woche noch den Zaun umbauen. Ja, die beiden Zäune noch umsetzen. Jetzt geht's noch. Wenn das noch eine Woche weiter wächst, dann habe ich da keinen Bock mehr, hier durch das hohe Gras zu laufen. Das machen wir jetzt in der kommenden Woche, relativ zeitnah. Und dann können die Rinder hier hin und dann sollte das wohl schon klappen. Ich stelle euch nochmal wieder auf den Anhänger. Könnt ihr mir noch ein bisschen beim Umherfahren zugucken. Dann drehen wir uns gleich nochmal und fahren den Rest jetzt einfach in die schlecht bewachsenen Flächen auf der anderen Seite, damit die Feldspritze leer ist. Da können wir die zu Hause gleich einmal spülen.
Und dann war der erste Flüssigdüngerdurchgang ja schon mal sehr erfolgreich. Auch wenn es gestern ein bisschen gehakt hat. Ich habe mich ein bisschen über mich selbst geärgert, aber egal. Passiert schon mal. Jetzt funktioniert das ganze Ding richtig cool. Aber man sieht auch grobe Unterschiede von einem Höhenwachstum. Ja, ist also nicht schön gleichmäßig, macht aber nichts, weil die Natur ist nie gleichmäßig. Ich fahre jetzt den restlichen Flüssigdünger hier in die Fläche. Ich habe noch so 150 Liter in der Feldspritze, 200 Liter vielleicht. Ich habe jetzt vorne in der kleinen Fläche mehr ausgebracht, bin extrem langsam gefahren, habt ihr auf dem Video vielleicht gesehen. Und jetzt fahre ich einmal hier noch kreuz und quer durch auf die Stellen, jetzt verstärkt, wo es weniger wächst. Und dann haben wir es. Was habe ich gerade gesagt? Wir bräuchten jetzt ein bisschen Regen, dann wäre es perfekt. Es regnet. Ich bin fertig mit der Feldspritze. Ich schaue mal gleich, ob ihr das Geräusch gehört habt, was Paff gemacht hat unterwegs. Dann zeige ich euch nachher, was es war. Wieder eine kleine Panne, aber das war ich selber schuld. Ja, wir fahren jetzt nach Hause, machen hier das Tor zu. Geiler geht's nicht. Also besser konnten wir es nicht abpassen. Flüssigdünger draußen, Regen kommt. Also wenn das jetzt hier nicht abgeht wie die Feuerwehr, dann weiß ich es auch nicht. Doch mal schnell dieses Puff-Geräusch an, von dem ich gesprochen habe. Ja, und dann zeige ich euch, warum ich denke, wo der Fehler liegt. Und dann werden wir da die Tage noch mal angreifen. Ich habe jetzt alle Flächen mit Flüssigdünger fertig. Es hat jetzt eine halbe Stunde gut geregnet. Also von daher perfekt, da war der Zeitpunkt nicht zu treffen. Aber jetzt noch mal schnell zur Feldspritze, dass wir einmal uns gemeinsam anschauen, was passiert ist. Da seht ihr, hängt der Druckschlauch auf der Zapfwelle. Den hat es vom Anschluss
an der Pumpe runtergedrückt, obwohl da eine dicke Schelle drauf ist. Der Anschluss an sich ist aber heile geblieben, zum Glück. Und da seht ihr jetzt den von mir vermuteten Fehler. Da vorne sitzt ja das Druckmanometer, zwei Stück. Eins da oben und eins schräg da drunter. Und beide arbeiten nicht oder zeigen nichts an. Oder, das ist jetzt die dritte Variante, und das vermute ich fast, dass dieser ganze Druckregler, der da dran sitzt, nicht arbeitet. Also ich schätze, im Video konntet ihr das sehen. Zwischendurch fingen einzelne Düsen an zu tröpfeln. Die hörten auf zu sprühen und fingen an zu tröpfeln. Dann habe ich die Drehzahl erhöht, damit auch den Druck der Pumpe, und dann fingen die wieder an zu sprühen. Am Ende habe ich die Pumpe einfach ausgemacht und wieder eingeschaltet und dann sprühten die wieder. So, und ich gehe davon aus, dass der Fehler darin liegt, dass an den Düsen zu wenig Druck ankommt. Ich denke, dass der Druckminderer, der da sitzt, dieser Druckregler, so weit zugedreht ist, dass der Druck sich vor diesem Regler staut, dadurch auch der alte Schlauch oder der neue Schlauch kaputt gegangen ist. Jetzt haben wir den ganz alten Schlauch wieder dran und der wird sogar vom Anschluss runter gedrückt. Also ich vermute, dass der Druck vor diesem Druckminderer so hoch wird und der das die Menge nicht durchlässt, dass an den Düsen zu wenig Druck ankommt. Das ist jetzt so meine Vermutung und das zeigt ja, ich mache die Pumpe aus, ich mache sie wieder an, ist der Druck erst da und wenn ich dann eine Zeit lang gefahren bin, dann lässt das wieder nach. Also wir werden jetzt uns morgen hoffe ich, dass ich das schaffe, um den Druckregler kümmern, damit wir den auch drehen können. Also dieser rote Knopf, den ich da oben drehen müsste, der lässt sich überhaupt gar nicht bewegen. Ich werde das Ding jetzt an den zwei Stellen, wo das vorgesehen ist, auseinanderschrauben, den Druckregler abnehmen, einmal gucken, dass ich den repariert bekomme oder gangbar bekomme. Dann will ich mal sehen, ob die Manometer, die da dran sind, wirklich kaputt sind oder ob sie einfach nur nicht arbeiten. Und dann können wir das Ganze besser einstellen und dann funktioniert es richtig. Ich meine, ich bin jetzt mit dem ersten Durchgang Flüssigdünger fertig. Aber wenn ich da morgen drankomme und das gangbar habe und das alles einstellen kann, dann brauche ich mir fürs nächste Mal keine Sorgen machen und kann einfach voll machen, losfahren. Fertig ist die Laube. Weil jetzt habe ich noch ein bisschen Luft und Zeit. Wir werden auch morgen übermorgen die Zaungeschichte vorne in der Wiese anfangen, damit die Rinder Ende nächster Woche umziehen können. Nächste Woche Donnerstag wollen wir den Bullen holen. Das ist jetzt auch schon ausgemacht. Ich hoffe, das funktioniert und bleibt auch dabei und passt alles. Aber meistens scheitert es ja an uns, weil irgendwas dazwischen kommt. Und dann war es das. Also perfekter konnte die Flüssigdüngerausbringung jetzt nicht sein. Ja, und damit sind wir durch. Und ich glaube, ich gönne euch diese Woche ein extra Video, weil ich habe vorhin schon mal ein bisschen angefangen zusammenzuschneiden. Wir sind schon bei fast 20 Minuten. Dann werde ich im nächsten Video, nächsten Sonntag, dann zeigen können, ob die Reparatur von dem Druckminderer funktioniert hat und erfolgreich war. Und dann können wir die Feldspritze an die Seite stellen. Dann ist die fertig für den nächsten Einsatz. Und dann machen wir jetzt weiter mit dem normalen Tageswahnsinn im restlichen Video. Ja, und dann gibt es am Mittwoch ein Spezial. Das habt ihr gerade gesehen. Und am Sonntag dann das normale Standardvideo. Also, dann an dieser Stelle unverhoffterweise vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund, drückt den Abo-Knopf, drückt die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, volles Rohr, Attacke und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis Sonntag. Tschüss. Und für alle die, die jetzt noch weiter gucken, machen wir jetzt doch die Reparatur von dem Druckminderer. Ich habe gestern hier den blauen Knopf rausgebaut, also diesen Drehregler. Und habe hier hinten den Schlauchanschluss abgenommen. Da ist also ein Stutzen dran festgeschraubt. Die habe ich beide Sachen habe ich jetzt ab, damit wir mal sehen, was da drin los ist. So, hier sitzt der Druckminderer drin. Den zeige ich euch. Den habe ich in der Werkstatt schon zerlegt. Und da habe ich auch schon das Problem gefunden eigentlich. So sieht dieser Regler erstmal zusammengebaut aus. Ich habe den jetzt schon zerlegt. Ich nehme den jetzt nochmal für euch auseinander. Und hier seht ihr jetzt die Einzelteile. Das ist diese Kolbenstange, die mit dieser Federkraft in dem Gehäuse sitzt und mit diesem Drehknopf, dem roten, der eigentlich ein blauer ist, zusammengedrückt wird. So, dieser Drehknopf war komplett bis nach unten zusammengedreht. Damit war diese Feder hier komplett auf Spannung, aber richtig auf Spannung und hat mit dem Kolben hier unten diesen Bypass
zugelassen. Und wenn dann der Wasserdruck steigt und das aber zusammengedrückt ist, kriegt der Wasserdruck diesen Kolben hier und diesen Bypass nicht geöffnet. Also das war das Problem. Ich mache jetzt gleich mal hier das Gewinde sauber, den Drehregler sauber, dass wir das hier wieder aufsetzen können. Die Buchsen, wo dieser Kolben drin läuft, die mache ich gleich auch einmal sauber, dass der wieder hin und her geht. Der saß nämlich in dieser Buchse fest. Und dadurch, dass der komplett zusammengedrückt war, konnte der sich gar nicht bewegen. Wir werden das jetzt gleich alles wieder sauber zusammenbauen. Dann gucken wir uns das nochmal zusammen an. Dann zeige ich euch, wie das im zusammengebauten Zustand arbeitet. Dann setzen wir den Kram wieder zusammen, machen Wasser in die Spritze. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir das Ding nicht mal eben auf die Schnelle repariert kriegen. Das war jetzt zumindest einfach. Da pisst eine Düse noch, aber das liegt am Sieb. Alles andere läuft. Mega. Und ich kann den Druck jetzt regulieren. Das Manometer tut es leider nicht. Aber es läuft jetzt reibungslos durch. Mega cool. Also Druckminderer repariert, gangbar gemacht. Hurra, es funktioniert.